Ich wäre am Ende der letzten Folge mal so richtig dumm. Na, in der letzten Folge um Minecraft Sack 4. Ich habe aber in der letzten Folge von nach Minecraft losgeschickt, obwohl ich wieder runter muss. Ich Idiot. Ich habe jetzt in meinem anderen Haus geschlafen und daher, ja, ich kann jetzt wieder hier runterspringen und sterben und wieder hier spawnen. Was ja auch ein Nachteil ist, vor allem muss ich jetzt in das einmal wieder. Hätte mal besser durchplanen sollen. Nicht so drauf los. Dann kann ich besser die Zeit mit unproduktivem Stuff füllen. Mit entspannteren Stuff. Besser hier zu bauen. Ich mach keinen Bock mal drauf. Hallo, lieber Zombie Pigman. Ich will mal Frieden haben mit dem Zombie Pigman hier. Gucken wir mal, wie lange das noch andauert. Mit dem aggressiv sein. Der Zombie Pigmans. Mans. Hallo, liebes Portal. Ich habe von zwei Hungerbalken verloren. Das ist richtig traurig, ey. Oh Mann, 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 Mann. Ich würde sagen, jetzt fang ich einfach mal an. Mit dieser Fabrik. Ich würde sagen, ich mache da einfach mal hier rein, irgendwo. Hier. Das ist der ausgewählte Platz. Machen wir ein bisschen hier rein, so. Hier geht's hier richtig ab. So, also. Eigentlich braucht noch mehr Knöpfe, ne? Bin so bescheuert. Aber eigentlich brauche ich eigentlich gar nicht zwei mehr Knöpfe hier. Oh. Ich Idiot, ich kann auch hier platzieren. Ich glaube, wie es aussieht, ey. So. Ich kann mal was hinplatzieren, so, und dann läuft das hier doch. Dann hätten wir hier den Eingang. In dieser Fabrik. Ich habe noch so einen kleinen Gang, aber hier rein noch. Dann würde ich sagen, ich mache mir einfach hier so ein rechts. Fülle ich etwas aus und habe ich schon eine kleine Idee, wie ich das machen möchte. Und zwar, soll ich schon verraten? Ich muss einfach mal. Und zwar möchte ich das so machen wie das Haus von Nichols in City Survival 1. Also nicht direkt das Haus, sondern die Baumfarm. Da hat er ja irgendwie hier so einen Gang gehabt. Ging also rum. Und in der Mitte war noch ein Stockwerk tiefer. Also vielleicht könnte man in den alten Folgen von ihm nochmal nachschauen oder so, wie das aussah. Die Baumfarm von Mini, nicht Minikomplex, sondern City Survival 1. Könnt ihr vielleicht mal nachschauen, also sogar bei mir, ich habe ja auch das Mark gezeigt, ne? In Creative Mode. Also mal entscheiden, ob es bei mir oder bei Eagles. Ne? Keine Ahnung. Also ungefähr möchte ich das auch machen, dass einfach jemand hier so einen Gang hat. In der Mitte geht es einfach so runter, da ist die Produktion mit den ganzen Weizen und so halt, ne? Hier ist einmal so ein kleiner Flur, wo man langlaufen kann und so etwa möchte ich das auf jeden Fall bauen. Und ja. Gut. Ich mache einfach noch ein bisschen rein hier. Ich würde es ja ziemlich groß machen. Da habe ich hoffentlich auch den Platz für. Was soll eigentlich gehen? Na? Ich habe auch letztes Mal gefragt, ob ich das dann automatisch mache. Automatische Weizenfarm. Also mit Villagern und so halt, ne? Das mache ich jetzt nicht. Ja, noch wenig, nicht so viel Bock drauf, für uns Villager zu farmen. Na. Ich mache einfach selber. Geht ja auch. Und, ich werde auch nicht so komplett, Dingens machen, so. Oh, Scheiße, oh. Mist. Egal, dann geht's hier dann raus. Also hier dann weiter, also ich dann Schluss. Na? Aber hier kann ich wirklich weiter bauen, hier in die Richtung. Wird auf jeden Fall gehen. Ich bin zwar kaputt gegangen. Ich mach gleich ein kleines Teamfeld von. So. Und dann haben wir auf jeden Fall was vor. Na, jetzt weiß ich auch was vor. Mal gucken, wie lange ich dafür brauchen werde. Ich hoffe nicht so lang. Na?
Und mal sehen, wie das aussehen wird, ne? Ich würde das auch so machen, dass es irgendwie dann nicht irgendwie so ein riesen Weizenfeld ist, sondern so, keine Ahnung, irgendwie 7x7 oder so. Also keine kleine Felder, so, ne? Keine Teile einfach. Dass da so ein Feld ist, ist hier noch so ein Feld, da noch ein Feld. Hier wieder so ein 7x7 Feld oder so. Und nicht alles so wisch, ne? Und, ja, das wäre jetzt einfach zum Abernten, ne? Das wäre jetzt wie so, als hier durchgehen, muss einfach nur kleine Dinger hier so. Na? Und, ja. Da würde ich sagen, was gewesen ist, wenn ich so ein Minikraft-Deck. Das euch gefallen hat, dann lasst eine Pussy oder irgendein Abo nicht vergessen. Und tschüss.